Gruppe Köln. Können gleich nochmal. Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, es ist mir eine ganz besondere Freude, Ihnen die Auszeichnung überreichen zu dürfen. Die Ehrung in der Urkunde lautet wie folgt: Die Kompassnadel 2011 für besonderes, prominentes Engagement bei der Förderung der gesellschaftlichen Akzeptanz der schwulen und lesbischen Minderheit verleihen wir an Hannelore Kraft, Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen. In ihrer Regierungserklärung ging Hannelore Kraft selbstverständlich auf die Belange der schwulen und lesbischen Minderheit ein. Als Ministerpräsidentin einer rot-grünen Landesregierung verankerte sie schwul-lesbische Themen als Querschnittsaufgabe in allen Bereichen politischen Handelns. Der gerade entstehende Aktionsplan gegen Homo- und Transphobie bringt Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Ministerien sowie den schwulen, lesben- und transsexuellen Organisationen an einen Tisch, um notwendige Maßnahmen für die Gleichstellung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt auf den Weg zu bringen. Dieses aussichts- und chancenreiche Vorhaben unterstützen wir als Landesverband. Wir würdigen Frau Kraft für diese politische Vision mit der Verleihung der Kompassnadel. Da kommt das schwere Ding. Soll ich Ihnen das abnehmen? Dann brauchen Sie sich das auch. Einmal hoch! Ihr Pult! Ja, zwei emotionale Großereignisse an einem Tag ist ein bisschen viel für so eine Frau wie mich. Lieber Herr Schwab, lieber Herr Schäfer, lieber Ansgar Schieber und lieber Herr Vettersen, liebe Freundinnen und Freunde der AIDS-Hilfe und des Schwulennetzwerks, liebe Lesben oder ich sage am besten, liebe Liebende. Das ist für mich eine besondere Auszeichnung, über die ich mich wirklich von Herzen freue. Das ist etwas, wo mir jetzt hier so eine wunderbare Rede aufgeschrieben wird, die ich gar nicht halten will. Als Politikerin und Politiker sollte man mal vorsichtig sein, Versprechen abzugeben. Mit einem Koalitionsvertrag und mit einer Regierungserklärung gibt man Versprechen ab. Und Herr Vettersen hat darauf hingewiesen, vielleicht war die SPD nicht immer Motor einer Entwicklung, aber ich verspreche, dass die SPD in diesen Themen Motor bleibt und dass ich als Ministerpräsidentin gemeinsam mit den grünen Kolleginnen und Kollegen, dass wir gemeinsam das umsetzen werden, was da drin steht. Das verspreche ich. Und ich habe vorhin beim Ansgar Schieber zugehört und gedacht, oh Gott, wofür kriegst du denn dann den Preis? Ja, einiges haben wir schon auf den Weg bringen können. Einiges schon im Landesrecht, gerade auch im Beamtenrecht. Wir haben schon Dinge versucht anzuschieben im Bundesrat. Noch, und ich sage noch, haben wir für die Initiative keine Mehrheit. Aber ich sage drohend in Richtung derjenigen, die das bisher verhindert haben, das werden wir auch noch schaffen. Ich weiß, dass es noch eine Menge zu tun gibt. Adoptionsrecht, Ehe, die Stichworte sind gefallen. Ich weiß auch, dass wir noch gemeinsam eine Menge tun müssen, damit eine Gesellschaft des Respekts entsteht. Damit Homophobie und Diskriminierung wirklich irgendwann in die Geschichtsbücher kommen. Noch heute gibt es ja eine Menge Formen und Varianten körperlicher und seelischer Gewalt gegen Lesben, gegen Schwule, Transidente.
Und deshalb ist es mir ganz persönlich wichtig, dass wir diesen Aktionsplan umsetzen, miteinander, mit denen ihn erarbeiten, die viel mehr davon verstehen als ich, die mittendrin sind und sich zum Teil seit Jahren und Jahrzehnten engagieren in diesem Thema. Es gibt eine Menge zu tun und ich habe Hoffnung, dass wir das gemeinsam schaffen. Niemand, wirklich niemand und niemals, darf wieder wegen seiner sexuellen Orientierung Nachteile erleiden. Jeder muss gleichberechtigt und selbstbestimmt leben können. Das ist für mich, übrigens auch als Christin, eines der Grundziele in unserer Gesellschaft. Mein ausdrücklicher Dank geht heute an alle Männer und Frauen, die uns ehrenamtlich häufig mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich meine damit insbesondere die Mitglieder des Schwulennetzwerks NRW, diejenigen, die für die Lesben verantwortlich sind, die AIDS-Hilfe NRW und viele, viele andere. Und damit das nicht untergeht an einem solchen Tag, ich weiß, dass das Schwulennetzwerk 20 Jahre feiert und ich gratuliere. Und ich nutze die Gelegenheit, auch an dieser Stelle einfach zu sagen, Dankeschön, danke für das, was ihr erarbeitet habt. Danke. Das, was wir erreichen wollen und hoffentlich werden, das wird nicht einfach sein. Aber wir haben hier in Nordrhein-Westfalen ein herausragend gutes Fundament dafür. Wir haben eine von Köln über Dortmund bis Bielefeld engagierte, kompetente und facettenreiche Community. Wir haben gut ausgebaute Netzwerke. Dazu gehören nicht nur das Schwulennetzwerk, die LAG Lesben in NRW, die Landeskoordination der Antigewaltarbeit, die schwul-lesbischen Aufklärungsprojekte Schlau NRW, den Namen fand ich einfach nur klasse, und 5 psychosoziale Beratungsstellen für Lesben, Schwule und ihre Angehörigen, die wir vom Land aus fördern. Sie alle, und das meine ich aus tiefstem Innern, Sie leisten eine eindrucksvolle Arbeit. Ohne Ihren Einsatz wären wir heute nicht hier, jedenfalls nicht so. Nicht so öffentlich und nicht so selbstbewusst. Ohne Sie gäbe es das, was da draußen stattfindet, nicht. Nicht hier in Köln und auch nicht an den vielen großen und kleinen Christopher Street Days in ganz Nordrhein-Westfalen. Und auch die Kompassnadel, die gäbe es nicht. Und ich könnte nicht so stolz sein, wie ich heute bin. Ich verspreche, die wird nicht in der Vitrine verstauben. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kraft. Dankeschön. Glaube ich, Vorsicht. Ja. Also, jetzt kommen wir zu den Veränderungen. Es hat sich nicht nur bundespolitisch was verändert, auch in der Geschäftsführung der AIDS-Hilfe NRW hat sich was verändert. Da darf ich erstmal den Dirk Meier und den Patrick Maas kurz auf die Bühne bitten. Ja. Zügig kommen die Hand nicht mehr rauf. Ich brauche noch das Mikro. Kannst du das Mikro noch mal? Komm, bleib hier, Patrick, das macht er. Der Dirk Meier war ja lange der Geschäftsführer der AIDS-Hilfe NRW und der gibt jetzt den Staffelstab an den Patrick, das ist richtig. Dirk, du bist jetzt wo? Ich bin jetzt seit dem 1.4. bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im Referat für Maßnahmen zur AIDS-Prävention. Bist du da noch im Vorbereitungsdienst oder bist du gleich auf Lebenszeit angestellt worden? Nein, ich bin noch in der Probephase sozusagen. Ach, kann immer noch, zack, alles vorbei. Ja, aber es geht voran. Also ich darf inzwischen sagen, dass ich demnächst Leiter des Referats für diese Arbeit bin. Wahnsinn. Und der, also das, du weißt, ihr kennt das, der Dirk Meier hat viele, viele Jahre, wir waren auch zusammen im Vorstand vom Schwulen Netzwerk. Und der Patrick, wann hast du angefangen jetzt bei der AIDS-Hilfe? Ja, heute ist mein 2. Tag. Siehst auch schon ganz erschöpft aus. Ja. Das kennen wir alle, diese strengen Bürojobs, Knicken, Lochen, Heften. Das Schlimmste finde ich im Büro immer, jeden Tag ein neues Datum. Da sollst du nicht bekloppt werden, ehrlich. Ja. Und du kennst die Kollegen ja schon lange. Ja, ich bin seit 1995, kenne ich über die Hälfte der neuen Kolleginnen und Kollegen. Damals war ich Geschäftsführer im Schwulennetzwerk
und freue mich riesig auf die Zusammenarbeit. Wunderbar. Euch beiden für die Zukunft alles Gute, für eure Jobs. Da kriegt irgendeiner Blumen von euch. Da, zum Abschied. Du kriegst wahrscheinlich die alten Akten alle. Okay. Bleibt einfach hier oben. Wir haben noch ein paar andere Leute. Jetzt wird auch noch der Alexander Popp bitte auf die Bühne kommen und der Vorstand vom Schwulennetzwerk. Dann machen wir wieder ein bisschen Applaus haben an der Stelle, wäre sehr schön. Grüß dich, Alexander. So, der Alexander war der Geschäftsführer vom Schwulennetzwerk und der Steffen wollte was, wer wollte was sagen, du? Gut, ich mach das. Lieber Alexander, wir erfüllen dir den Wunsch, den du immer gehabt hattest, du wolltest auch mal hier auf der Bühne im Mittelpunkt stehen. Du bist vor gut 7 Jahren zu uns gekommen als Geschäftsführer. Wir kannten dich vorher schon als kollegialen Ratgeber und du hast uns nun verlassen Richtung Berlin, wo du Geschäftsführer des Männerforums geworden bist. Du bist für unsere Vereine und Projekte ein guter Ratgeber gewesen. Du hast Unterstützung geleistet und hast ermöglicht, dass viele Projekte verwirklicht werden konnten. Du bist unserem Vorstand ein Impulsgeber, ein Ideengeber und ein Ratgeber gewesen. Du hast das schwule Netzwerk erweitert und engmaschiger gemacht, wie will ich es mal so nennen. Es ist tragfähiger geworden. Wir haben das erleben können, als wir selbst in einer großen Krise gewesen sind. Da hast du tatkräftig mitgeholfen, uns da durchzuhelfen und hast dabei sicherlich viel mehr gemacht als bloß einen Job. Und du hast das Ziel erreicht, dass wir tatsächlich am Ende deiner Amtszeit die Arkus-Stiftung gründen konnten, als deren Mitvorsitzender du uns ja auch Gott sei Dank weiter verbunden bleibst. Lieber Alexander, wir danken dir dafür. Und für den Koffer, den du hoffentlich oft in Köln haben wirst oder immer in Köln haben wirst, gebe ich dir gleich ein paar Hotelgutscheine. Außerdem einen Tropfen, nicht damit du dir irgendwas schön trinken musst, sondern einfach dein Leben genießen kannst und vielleicht auch an uns denkst. Lieber Alexander, vielen Dank. An dieser Stelle möchte ich allen danken, die diesen Empfang unterstützt haben. Der AIDS-Hilfe mit der Präventionskampagne Ich weiß, was ich tue, für die Unterstützung, dem DJ Ralf Rosenbaum und der wunderbaren Sängerin. Ah, Blumen! Wir danken des Weiteren der Bank für Sozialwirtschaft, der Phoenix Sauna, dem Trauerhaus Mischendorn, man kann nie früh genug dran denken, die Firma Hunddruck, der Blumenwerkstatt im Tal, dem Steuerberaterbüro Thorsten Landwehr, die werden ja alle jetzt arbeitslos, wenn da diese 25%-Regelung kommt, der Abbott Virology, der Janssen Silak, den Dolmetscher, ne, die sind gar nicht da heute, Pool Concept, den Fotografen von Hydra Productions, Filmteam Nachtma Film, Karl, die Werkstatt für Schmuck in Köln. Wir danken den zuständigen Landesministerien, die hier anwesend sind, für die Förderung dieses Empfangs und dem Gürzenich für die tolle Zusammenarbeit und für diese wunderschönen Deckenlampen. Stellvertretend! 40 Leute haben hier diesen Empfang heute vorbereitet und ein ganz besonderer Dank geht an meine Freundin Ute Hummler, alle anderen Markus Johannes, Guido Schlimbach, Markus Schmidt und die Saftschubsen Michael und Frank. Es gibt ja gleich noch einen Umfrunk. Jetzt sollen eigentlich Blumen für mich kommen. So, ja genau. Und wir bedanken uns nochmal ganz, ganz herzlich bei dir, lieben Georg, für diese tolle Moderation und gerne. Ich hoffe, dass uns lange erhalten bleibt. Ein Riesenapplaus für Georg. Yeah.